Radio 1. Der Gesichterleser. Dirk W. Eilert. Er sieht, was andere nicht mal ahnen. Dirk W. Eilert, der Gesichterleser, ist wieder bei uns im schönen Morgen. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist. In dieser Woche hast du dir mal wieder einen Politiker rausgesucht, der in der letzten Zeit sehr viel Medienpräsenz hatte. Christian Lindner. Am Samstag wurde er mit 79% zum neuen FDP-Chef gewählt und danach hat er sehr, sehr viele Interviews gegeben. Was konntest du Spannendes in seiner Mimik entdecken? Ja, die erste Szene, die wir uns anschauen wollen, ist aus den Tagesthemen vom Samstagabend. Und zwar hat Karin Mioska hier Christian Lindner Folgendes gefragt. Herr Lindner, im Mai 2011 haben Sie gesagt, als 32-Jähriger, noch Unverheirateter, noch Kinderloser, kann man nicht Vorsitzender einer Partei werden. Und jetzt, mit 34 und inzwischen verheiratet, trauen Sie sich den Chef einer außerparlamentarischen Opposition zu? Ja, es sind außergewöhnliche Zeiten. Die FDP ist in einer außergewöhnlichen Situation. Ja, auf die Frage, ob er sich den Chefposten hier zutraut, antwortet Herr Lindner zwar mit Ja, schüttelt dabei aber den Kopf und zuckt einseitig mit der linken Schulter. Das wirkt jetzt nicht gerade zuversichtlich und sicher, weil das widersprüchliche Signale sind. Also sein Körper sagt hier Nein, widerspricht damit seinen Worten. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Eine mögliche Bedeutung ist, dass für Lindner nicht entscheidend war, ob er sich den Vorsitz der FDP wirklich zutraut, sondern vielmehr, dass er keine anderen Alternativen gesehen hat, um die Partei zu retten. Es gab ja aber auch Gegenwind für Christian Lindner in der eigenen Partei, zum Beispiel von dem Eurokritiker Frank Schäffler. Der hat versucht, auch in den Parteivorstand zu kommen, ist da aber gescheitert mit 25% der Stimmen. Ja, dazu gab es eine spannende Szene am Sonntagabend im Bericht aus Berlin. Reinhard Becker hat hier Herrn Lindner die Frage gestellt, ob er froh ist, dass Leute wie Frank Schäffler keine Rolle mehr spielen und darauf hat er Folgendes geantwortet. Ich lade ihn ein, weiter eine Rolle in der FDP zu spielen. Wir sind ja die Partei der Meinungsfreiheit und selbstverständlich darf seine Position vorgetragen werden. Im Übrigen gibt es zwischen Herrn Schäffler und mir auch eine grundlegende Gemeinsamkeit. Wissen Sie, was das ist? Wir wollen beide, dass die Rettungsschirme irgendwann eingeklappt werden. Ja, als er sagt, dass Herr Schäffler seine Position vortragen kann, blinzelt er ein paar Mal ganz schnell hintereinander. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sein Stresspegel steigt und danach kommt direkt eine sehr schnelle Mikroexpression in seiner Mimik, die uns auch verrät, was der Grund dafür ist. Er rümpft für 200 Millisekunden die Nase. Das hast du nicht wirklich nachgemessen, oder? Natürlich. Das habe ich natürlich exakt nachgemessen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass ihm die Position von Frank Schäffler nicht wirklich schmeckt, auch wenn er hier sagt, dass Herr Schäffler seine Position vortragen kann. Ja, am Sonntag war Christian Lindner dann auch bei Berlin direkt zu Gast. Dort gab es ein eingespieltes Interview mit Holger Zastrow, dem FDP-Landesvorsitzenden in Sachsen. Er sehe die Bundespartei als Infektionsrisiko und der Moderator Thomas Walde hat Christian Lindner dann direkt mit dieser Aussage konfrontiert. Bevor Sie die Bürger überzeugen können davon, müssen Sie vielleicht erstmal die eigenen rein überzeugen. Sie haben eben Herrn Zastrow gesehen, der geht auf Distanz, spricht von Ansteckungsgefahr. Warum traut der Ihnen ganz offensichtlich nicht einen erfolgreichen Neustart zu? Wie hat denn Lindner darauf reagiert? Ja, während er die Frage gehört hat, hat er den linken Mundwinkel kurz eingepresst und das ist ein Zeichen für Überlegenheit und geantwortet hat er dann wie folgt. Naja, Sie haben ja den O-Ton aufgenommen, offensichtlich am 5. oder 6. oder kurz 7. Vor diesem Parteitag. Dezember. Genau. Also Sie haben ihn vor dem Parteitag, wie Sie gerade einräumen, aufgenommen. Aber auf dem Parteitag erst haben wir ja unsere Personalentscheidungen und auch unsere Richtungsfragen getroffen. Ja, als er hier sagt, dass erst auf dem Parteitag die Personal- und Richtungsfragen entschieden wurden, kontrahiert minimal sein äußerer Augenringmuskel und das ist ein Zeichen für echt erlebte Freude und kann hier meiner Meinung nach wie folgt interpretiert werden. Erstens scheint er zufrieden zu sein mit dem Verlauf des Parteitags und zweitens ist das ein Hinweis, dass er sich durch die Partei gestärkt fühlt. Im Tagesthemen-Interview waren ja die Signale noch sehr widersprüchlich. Er scheint also noch ein paar Zweifel zu haben, spürt aber offensichtlich die Rückendeckung durch seine Partei. Das ist jetzt nicht selbstverständlich. Bei Per Steinbrück zum Beispiel war das genau andersrum. Er hat im vergangenen Bundestagswahlkampf immer wieder Stresssignale gezeigt, wenn es in Interviews parteiinterne Kritik gegen ihn gab. Okay, Dirk, dann können wir folgendes Fazit ziehen. Wenn die FDP das Ruder also rumreißen will, dann muss die geschlossen hinter ihrem neuen Parteichef stehen, damit der nicht den linken Mundwinkel hoch. Auf jeden Fall. Ja, Dankeschön, Dirk. Tschüss. Danke, gerne. Dirk W. Eilert ist der Gesichterleser. Immer montags im schönen Morgen und dann per Video auf radio1.de.